Gefahrstoffe begegnen uns an unterschiedlichsten Orten. In Industrieanlagen, Labors, in der Medizin oder auf verschiedenen Verkehrswegen. Selbst bei unseren hohen sicherheitstechnischen Standards können sie unter Umständen freigesetzt werden, etwa durch Unfälle, technisches oder menschliches Versagen. CBRN steht dabei für die vier verschiedenen Gefahrstoffarten. Chemische Gefahrstoffe sind teilweise brennbar oder explosiv, können ätzend wirken oder sind giftig. Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten oder Toxine lösen unter Umständen schwere Krankheiten aus. R wie radiologisch und N wie nuklear. Strahlung kann lebende Zellen schädigen oder zum Beispiel Krebs hervorrufen. Die Wirkung der verschiedenen CBRN-Gefahrstoffe auf den Menschen ist sehr unterschiedlich. Das macht sie so unberechenbar. Hier ein paar Verhaltenstipps, die für alle Gefahrstoffe gleichermaßen sinnvoll sind. Viele Schadstoffe breiten sich schnell mit dem Wind aus und gelangen so auf die Haut oder in die Lunge. Bewegen Sie sich daher möglichst quer zur Windrichtung. Achten Sie auf Durchsagen von Polizei oder Feuerwehr. Achtung, Achtung! Hier spricht die Feuerwehr. Durch einen Unfall wurde ein Gefahrstoff freigesetzt. Begeben Sie sich sofort in ein geschlossenes Gebäude und schließen Sie Türen und Fenster. Wenn Sie im Auto unterwegs sind, schalten Sie die Lüftung aus, aktivieren Sie Umluft und schließen Sie die Fenster. Hören Sie über UKW möglichst einen Regionalsender und befolgen Sie die Anweisungen der Behörden und Einsatzkräfte. Gehen in ein Haus und schließen die Tür. Den besten Schutz vor den Wirkungen von CBRN-Gefahrstoffen haben Sie innerhalb von Gebäuden. Flüssigkeitstropfen und Feststoffe können nicht in ein Haus eindringen, außerdem ist der Luftaustausch mit der Außenwelt relativ gering. Schließen Sie sofort Fenster und Türen. Schalten Sie Ventilatoren und Klimaanlagen aus. Wenn Sie bereits mit Gefahrstoffen in Berührung gekommen sind, wechseln Sie beim Betreten des Gebäudes Oberbekleidung und Schuhe. Verpacken Sie die Kleidung in Plastikbeutel und platzieren Sie diese außerhalb des Wohnbereichs. Am besten vor dem Gebäude. Waschen Sie sich gründlich die Hände, dann Gesicht und Haare, ebenso Nase und Ohren mit Wasser und Seife. Bei biologischen Stoffen ist eine Händedesinfektion sinnvoll. Halten Sie sich, wenn möglich, in einem Raum ohne Fenster auf. Schalten Sie Ventilatoren und Klimaanlage aus. Hören Sie über UKW am besten einen Regionalsender oder schalten Sie das Fernsehgerät ein. Die fehlt noch, oder? Ah, super. Die Behörden informieren Sie über die Situation und geben Ihnen weitere Anweisungen.